Sie sind hier, 24. Oktober 2018, 18.05 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. In Tunesien ist es zu schweren Krawallen gekommen. Urheberrecht Getty Images. Bei Krawallen zwischen Fans von SBA Eons Tunis und der tunesischen Polizei werden über 50 Personen verletzt. 12 Randalierer werden festgenommen. Bei gewalttätigen Krawallen zwischen Fans des tunesischen Spitzenclubs Esperance Tunis und der Polizei sind 38 Angehörige der tunesischen Polizei und 13 Anhänger verletzt worden. Nach Angaben des tunesischen Innenministeriums nahmen die Ordnungskräfte bei den Ausschreitungen beim Halbfinalrückspiel der afrikanischen Champions League zwischen Tunis und dem angolanischen Team Primeiro Agosto 12 Randalierer fest. Videoaufzeichnungen zeigen Steinwürfe mehrerer Esperance-Anhänger im Stadion auf die Polizisten. Die Sicherheitskräfte setzten anschließend Tränengas ein. Zur Ursache der Krawalle machte das Ministerium keine Angaben. Tunis schaffte durch einen 4:2-Sieg den Einzug ins Endspiel gegen den ägyptischen Topverein Al-Ahli. Das Hinspiel hatte Tunis 0:1 verloren, von Sportinformationsdienst.